sich einen Laden aufmachen, wo man Kleider überkommt, das kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Ich habe mit 14 Jahren angefangen nähen. Ich habe irgendwann einmal das Gefühl gehabt, ich habe zu wenig Kleider als Kind und habe dann noch nicht genug Sackgeld gehabt, um mir die selber zu kaufen, und habe gefunden, jetzt probiere ich das mal aus, selber zu nähen. Und dann ist natürlich während der Kanti-Zeit die Frage gekommen, soll ich jetzt mal noch eine Schneiderlehre anfangen oder was mache ich? Und dann habe ich mich schlussendlich fürs Studieren entschieden. Also es war auch ein Vernunftentscheid gewesen. Aber Textilien und Zusammenarbeiten mit Stoffen, Nähen etc., das hat mich eigentlich die ganze Zeit weiterhin begleitet. Ich habe mir auch schon mal früher bei einem Job, oder auch, wo ich noch als Jurist gearbeitet habe, dachte, ich möchte mal einmal arbeiten in einem Umfeld, in einem schönen Umfeld, wo mir alles gefällt. Also wo ich schöne Sachen um mich herum habe, wo ich schön eingerichtet bin. Und das habe ich jetzt eigentlich mit dem Laden mir verwirklichen können. Und ich komme eigentlich jedes Mal, wenn ich in diesem Laden bin und an meinem Sekretär hocken und vorher schauen, finde ich, ja, es ist schön und ich fühle mich wohl und es macht Spass. Ja, eigentlich auch einer der Gründe, warum ich mich mit 20 nicht für eine Schneiderlehre entschieden habe, ist halt auch, dass ich gewusst habe, es ist schwieriger, den Lebensunterhalt zu bestreiten als Schneider oder als Modedesigner, weil das ist ja ursprünglich eigentlich der Traum von einem, sagen wir mal, 17-jährigen Bub. und dann ist natürlich schon auch der Hauptgrund, dass ich mich schlussendlich entschieden habe, den Laden auch aufzutun, ist, um einmal das zu machen, was einem wirklich Spass macht. Also sozusagen die Passion, die einem das Leben lang begleitet hat, umzusetzen und schauen, wie das auch funktioniert. Und natürlich gehört auch die ganze Geschäftsführung dazu. Es ist ja nicht nur so, dass man einfach nur ein bisschen in dem Laden stehen und lieb reinschauen kann und sich die Anzüge von selber verkaufen würde, sondern man muss ja dann auch all die anderen Elemente, die es braucht, um ein Geschäft zu führen, muss man auch machen. Ich habe das Gefühl, da ist so ein Also bei der Hose? Ja, und auch, also da ab. Also weißt du, wie viel ich mich ja. Was ich anbiete, ist in erster Linie Massbekleidung für Männer, die Anzüge brauchen, sei das für einen Geschäftsalltag, also Business-Anzüge. Aber ich mache auch relativ viele Hochsitzanzüge für Kunden, die sich gerne einen Massanzug machen fürs Hochsitz. Und neben dem habe ich natürlich noch Accessoires. Also die Idee ist eigentlich, dass ich einen Laden habe, der von Kopf bis Fuß alles überkommt, was ein gepflegter Herr braucht, um zum Haus rauszugehen. Die Wellen, die es gibt, das heisst, das ist der Rücken. Das ist der Rückenbreite. Wenn ein Kunde mit einem Wunsch kommt, wo ich weiss, hinter dem kann ich nicht stehen und das gefällt mir nicht, oder dann habe ich das meistens ja auch nicht im Angebot. Weil ich habe mir am Anfang, bevor ich den Laden aufgemacht habe, habe ich mir geschworen, ich möchte nur in dem Laden Sachen haben, die mir selber auch gefallen, die ich selber auch Freude habe daran. Und nicht nur überlegen, was könnte jetzt erfolgreich sein und wo könnte ich Umsatz machen. Weil dann ist das Element von Passion fällt dann wieder weg, wenn du nur daran denkst. Wenn du eine Kollektion anschaust und bei jedem Teil nur überlegst, verkauft sich das oder verkauft sich es nicht, dann würde es mir nicht gefallen, den Job zu machen.
da kann man eigentlich weiss haben. Der erste Kontakt mit einem Kunden ist nicht so, dass man ganz neu, also das erste Mal im Laden gestanden ist und denkt, so, jetzt bin ich offen, jetzt warte ich mal, bis Kunden kommen. Wir haben natürlich auch ein paar Testkunden gehabt, bevor ich den Laden aufgemacht habe, um zu schauen, wie funktioniert das überhaupt mit den Massnahmen, mit dem Beratungsprozess, vom Stoff aussuchen, Stil aussuchen etc. Und dann, als ich den Laden aufgemacht habe, dann ist gerade am ersten Tag ist ein ehemaliger Bekannter von Bern ist vorbeigekommen und hat sich auch gerade einen Anzug machen lassen. Das war so sehr ein sehr positives Erlebnis. Man hat, ja, ich habe das Gefühl, oh, wow, super, jetzt habe ich den Laden offen und schon der erste kommt. Das Private vermischt sich tatsächlich sehr stark mit dem Beruf und das. Ja, das ist etwas, wo man einfach merkt, dass es dazugehört, wenn du dich selbstständig machst. Jetzt gibt es den Laden 1,5 Jahre und der ist im ersten Jahr sehr gut gelaufen. Viel besser eigentlich, als ich erwartet habe. Und von dem her bin ich wirklich positiv überrascht. Jetzt durch einen Wechsel vom Angebot, wo es ein bisschen in einer höheren Preislage ist, sind auch natürlich wieder gewisse Zukunftsängste verbunden. Aber im Gross, also im Gesamthaften muss ich sagen, bei euch die Entscheidung, den Beruf zu wechseln oder etwas völlig Neues zu machen, überhaupt nicht. Und es macht mir nach wie vor sehr Spass. Must have been love. It must have been true. It must have been love.